Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erteile Herrn Dr. Büger, dem Abgeordneten der FDP-Fraktion, das Wort. Liebe Kollegen, Herr Dr. Büger hat das Wort. Nachbearbeiten können Sie es vielleicht. Ja. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, eins stimmt schon, jetzt gehen wir mal wieder zurück zur Hochschulfinanzierung und zur hessischen Hochschulfinanzierung. Und da kann ich Ihnen nur eins sagen, meine Damen und Herren der Regierungskoalition. Der Unterschied zwischen richtig sparen und dumm kürzen, der ist, wir sparen für die Bildung, Sie sparen an der Bildung. Und das ist falsch. Und die Zahlen, und da kann ich der Kollegin Eisenhardt nur zustimmen, die Zahlen, die Sie hier vorlegen, die sind ein Desaster. 34 Millionen Euro weniger für die hessischen Hochschulen in diesem Nachtrag, wirklich weniger. Dann haben wir 70 Millionen Euro mehr Ausgaben durch die entsprechenden Erhöhung der Tarifverträge. Das sind rund 100 Millionen Euro, das sind die entsprechenden Erwähnten. Wie viele Gestellen das genau sind, das sind auf jeden Fall 100, es können bis zu diesen 1.500 sein. Das kommt darauf an, wie teuer die jeweils einzelne Stelle sind. Und Herr Abel, erstmal gratuliere ich ganz herzlich zur ersten Rede. Und da will man ja auch an der Stelle auch freundlich sein. Aber wenn Sie da einfach mal von Anpassungen reden, dann muss ich sagen, das ist schon zynisch. Das ist schon zynisch. Denn die hessischen Hochschulen, die stehen vor großen Problemen. Schlechte Betreuungsquote, keine Exzellenzhochschule, die wir haben, schlechtes Absteigen bei der Exzellenzinitiative. Und jetzt bekommen sie in der Situation noch Lasten aufgebürdet. Mein Gefühl ist sehr deutlich, dass die hessischen Hochschulen, insbesondere in dieser Legislaturperiode, das Stiefkind der hessischen Politik sind. Und das haben sie nicht verdient. Das haben sie nicht verdient. Und aus dem Grund sind auch Jubelanträge, und so konnte ich Ihren nur lesen, völlig unangebracht. Und Herr Abel, wenn Sie hier so viel über den neuen Hochschulpakt reden, von dem wir im Übrigen als Opposition noch gar nichts wissen, was da entsprechend drin steht, wahrscheinlich die anderen auch noch nichts wissen, sonst wäre der Staatsminister und sowas zu sagen. Wissen Sie, der Hochschulpakt, der gilt für die Zeit ab dem 1. Januar 26. Wir haben aber dieses Jahr noch ein halbes Jahr und das nächste Jahr, also noch anderthalb Jahre zu überbrücken. Ich habe eine Idee, warum Sie dazu nichts gesagt haben, weil die Zahlen nämlich so katastrophal sind. Und meine Damen und Herren, Sie haben jetzt auch gesagt, Herr Appel, das sei ja alles Schwarzmalerei, was die Kollegin Eisenhardt hier gesagt hat und vermutlich auch das, was ich ja sagen werde. Wir hören uns einfach mal an, klein bisschen Doppelung ist drin, was die Konferenz der hessischen Universitätspräsidenten, soweit ich weiß, ist kein einziger parteipolitisch jetzt in unsere Richtung gebunden, was die gesagt haben. Ich zitiere daraus. Investitionen in Bildung und Forschung sind Investitionen in die Zukunft des Landes. Dennoch hat die Landesregierung nun massive Kürzungen ausgerechnet im Bildungsbereich beschlossen. Davon betroffen ist insbesondere der Wissenschaftsbereich mit Kürzungen von 34 Millionen Euro. Kürzungen, die sagen nicht nur weniger Aufwuchs. Noch im laufenden Jahr, dann schreiben die weiter, weitere Kürzungen sind geplant. Herr Minister, das können Sie vielleicht auch gerade rücken, das halte ich für besorgniserregend. Und dann geht es weiter. Die Hochschulen werden von den vorgesehenen Kürzungen in einer Zeit getroffen, in der sie durch deutlich steigende Personalkosten im Rahmen der Tarifsteigerung und hohe Preise, zum Beispiel Energie- und Baubereich, ohnehin stark belastet sind. Und jetzt kommt die eine Passage, die wir schon hatten, aber sie ist so wichtig, dass ich sie nochmal wiederhole. Wird bei Hochschulen Finanzierung gekürzt, hat das sofort empfindliche negative Folgen. Sie werden nicht nur einen massiver Stellenabbau, schreiben die Präsidenten, umsetzen müssen, sondern auch gezwungen sein, über den Abbau von Wissenschaftsdisziplinen, das heißt insbesondere kleine Fächer, und die Schließung von Studienangeboten nachzudenken. Im Koalitionsvertrag hat die Landesregierung noch eine Stärkung von Bildung und Forschung vereinbart. Wenn die Landesregierung die Hochschulen vernachlässigt, so schreiben die Universitätspräsidenten, verspielt sie die Zukunft des Landes. Ich finde, das sollte man ernst nehmen. Ich finde, das sollte man wirklich ernst nehmen. Und ich sage Ihnen dort, ja, so eine Hochschulpolitik, das ist am Ende eine Finanzierung ein Marathonlauf. Und da haben wir eine lange Strecke, wir haben auch eine harte Konkurrenz bei den Hochschulen, wir haben auch internationale Wettbewerber.
Und wie sind wir denn ausgerüstet für den Marathonlauf? Also erstmal die Mittel pro Student, die sind seit vielen Jahren, auch schon vielen Vorgängerregierungen, relativ niedrig, also wir sind mit Rückstand gestartet. Und am besten zu sehen ist das beim Abschneiden, Thema Exzellenz, Exzellenzhochschule hatten wir auch noch nie eine. Und die letzte Landesregierung hat immerhin, und sagen wir es doch positiv, 4% pro Jahr Aufwuchs beschlossen und damit den Rückstand etwas verringert. Also sozusagen denen ein paar Laufschuhe gegeben. Leider auch, und das muss ich an der Stelle auch sagen, auch einen gewissen Rucksack. Büger, der Kollege Krüger hat eine Zwischenfrage. Lassen Sie die zu? Na, vom Kollegen Krüger immer, wenn es schnell geht. Ja, vielen Dank, Herr Kollege. Ich nehme mit Erstaunen zur Kenntnis, dass Sie mehr Geld für die Hochschulen fordern. Schöne Sache. Können Sie uns denn auch verraten, wo das Geld herkommt und ob Ihre Partei in diesem Zusammenhang vielleicht auch Steuererhöhungen zustimmen würde? Also, wir wissen doch, lieber Stefan Krüger, wir wissen doch an der Stelle eins. Wir wissen, dass Politik Prioritätensetzung ist. Und wir werden im Rahmen der Haushaltsberatung sehr deutlich zeigen, zum Beispiel bei den Aufwüchsen in den Ministerien, wo wir so viele Stellen haben, wo wir natürlich kürzen könnten. Selbstverständlich. Aber ich sage dir, der Unterschied ist, dass wir für die Bildung kürzen und eben nicht an der Bildung. Und dann lassen Sie mich an der Stelle in meinem Text, in meinem Bild weitergehen. Wir haben auch einen Rucksack. Wir haben einen Rucksack von Berichtspflichten, wir haben einen Rucksack von neuen Aufgaben, auch zum Beispiel der Third Mission. Und wir sind insgesamt noch im hinteren Drittel, was die Finanzierung betrifft. Und was macht die Landesregierung jetzt? Den Rucksack, den belässt sie voll, aber die 4%, die nimmt sie an dieser Stelle weg. Und damit kann ich eins sagen, für uns ist das ganz klar, das ist ein Scheitern mit Ansage. Und deswegen kann ich nur feststellen, die Entscheidung der Landesregierung, die wird zu einem Stellenabbau führen. Wie viele werden wir sehen, aber sie wird zu einem Abbau führen. Ein Stellenabbau wird automatisch zu einer Verschlechterung der Qualität führen. Und Qualität in der Bildung sollte uns doch gemeinsam wichtig sein. Ebenso wird er einen Druck auf die kleinen Fächer erheben. Und wir haben es doch gerade erst in Frankfurt erlebt, wo wir diskutieren über kleine Fächer. Ich weiß von anderen Hochschulen, die Anträge stellen, um Fachbereiche zuzumachen. Das darf doch an dieser Stelle nicht die Zukunft sein. Und auch, ja, ich befürchte auch, dass bei der Digitalisierung, da hatten wir einen ganz guten Digitalpakt, aber wenn das Personal nachher fehlt, dann werden wir auch die Digitalisierung der Hochschulen nicht voranbringen können. Auch das haben wir. Insgesamt werden wir hinter den anderen Bundesländern zurückfallen. Und deswegen, was sind meine Forderungen an dieser Stelle? Ich glaube, wir brauchen insbesondere drei Dinge. Der Schritt eins ist, klar, wir brauchen ausreichende Finanzmittel. Deswegen keine Kürzung von 34 Millionen, ein Ausgleich der Tarifverhandlungen, ein Ausgleich der Inflation und dauerhaft, da können Sie dann im neuen Hochschulpakt nehmen, auch ein echtes Plus in der Grundfinanzierung. Und zweitens, wir brauchen auch weniger Berichtspflichten, Reduktion der zusätzlichen Lasten, auch den ein oder anderen Beauftragten vielleicht ins Ministerium nehmen, nicht in jede Hochschule. Und beim Thema Third Mission, ich freue mich, wenn Hochschulen das entsprechend übernehmen, aber erstmal eine Konzentration auf Forschung und auf Lehre. Und drittens, wir brauchen einen Fokus auf Qualität. Die Kriterien der Mittelvergabe, da müssen wir umsteuern. Wir müssen mehr von der Quantität auf die Qualität kommen. Wir müssen es belohnen, wenn wir Forschungsexzellenz haben. Und zwar natürlich mit einem ganz klaren Ziel, nämlich mit dem Ziel, in der oberen Drittel mal der Hochschulen bundesweit zu stehen. Und im Übrigen müssen wir auch Lehrexzellenz endlich einmal stärker belohnen. Nicht nur mit einem Lehrpreis, sondern endlich mal mit der Messung guter Lehre und auch mit einer Ausrichtung darauf. Die Betreuungsquote ist ein Kriterium, aber es ist bei weitem nicht das Einzige. Und wir wollen auch möglichst viele kleine Fachbereiche erhalten, damit wir ein breites Angebot für Studierende haben. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zusammenfassen. Es braucht einen Neustart in der Hochschulpolitik und das nach sehr wenigen Monaten dieser Koalition. Es braucht, da schließe ich an die Frage vom Kollegen Krüger an, eine Priorität, nämlich eine klare Prioritätensetzung dieses Haushaltsgesetzgebers auf die Bildung. Das betrifft auch meinen Kollegen Bromny mit dem Thema Schule und das betrifft auch
dem Bereich Hochschule und selbstverständlich auch, Herr Vizepräsident, die frühkindliche Bildung. Und wir brauchen eben mehr Geld. Endlich mal eine echte Strategie. Endlich mal eine echte Strategie. Denn was wir hier vorliegen haben, das ist weder Strategie noch Geld. Wir dürfen uns aber nicht mit hinteren Plätzen im Ranking zufrieden geben. Das, was Sie hier vorlegen, geht in die falsche Richtung. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrten Kollegin Ziegler, Sie haben heute ja auch Ihre erste Rede am heutigen Morgen. Da haben Sie drin erwähnt, ich habe mir es mitgeschrieben, jeder Euro, den wir in Bildung investieren, ist eine Investition in die Zukunft unseres Landes. Ja, da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu, das stimmt. Aber es stimmt bitte auch mit Blick auf die akademische Bildung. Dann frage ich Sie, warum tun Sie es nicht und handeln Sie nicht danach? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Büger. Für die SPD-Fraktion erteile ich dem Abgeordneten Kaffenberger das Wort. Das war für die Debatte danach. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Anwesende, lassen Sie mich zu Beginn erst mal eins festhalten. Wir stehen als Koalition fest an der Seite der Hochschulen. Und mit unseren politisch gesetzten Zielen tun wir auch alles, um den Hochschulen trotz unserer angespaltenen Haushaltslage die nötigen Mittel für die Infrastruktur, für die Forschung und für die Lehre und für die Freiräume für gesellschaftliche Diskurse bereitzustellen. Und ich habe der Debatte jetzt eben auch entnommen und dem grünen Antrag, dass viele der Ziele, die wir uns im schwarz-roten Koalitionsvertrag gesetzt haben, ja auch Sie sich immer noch zu eigen machen. Und wir auch einiges, kann man natürlich sagen, mit Blick auf Heureka und das CO2-Minderungs- und Effizienzprogramm kann man hier auch weiterführen wollen. Und vielleicht nach hier rechts geguckt mal eins zur Erklärung, CO2-Minderungs- und Effizienzprogramm, also die Energiekosten an den Hochschulen, die kann man auch dadurch mindern, dass man viele von den guten und schönen Gebäuden, da ist auch viel mit Denkmalschutz dabei, Schlösser, Marburg, Darmstadt oder beispielsweise andere denkmalgeschützte Gebauten, Hochschule Darmstadt, Campus Dieburg, dass man da was für die Energieeffizienz tut. Auch das hilft den Hochschulen langfristig, nämlich Gelder für Sachen zu investieren und nicht in Energiekosten. Aber das vielleicht mal nur am Rande. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir im Koalitionsvertrag weiterhin festgehalten haben, dass wir gemeinsam mit den Hochschulen an ihren Zielen für die Klimaneutralität arbeiten. Damit stärken wir nämlich die Infrastruktur der Hochschulen der Zukunft. Und wir hatten es im vergangenen Plenum schon mal, es ist unsere Strategie, weil uns ja vorgeworfen wird, wir hätten keine, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten an Hochschulen nachhaltig und langfristig zu verbessern. Und deswegen wird der Kodex für gute Arbeit evaluiert werden, er wird überprüft und er wird auch weiterentwickelt werden. Und ich will den Kollegen Dr. Büger in einer Sache auch widersprechen. Wir haben exzellentes Personal an den Hochschulen und ich finde, das drückt sich schon auch in dem guten Abschneiden in den verschiedenen Wettbewerben der Spitzenforschung und auch den Zwischenergebnissen in der Exzellenzstrategie aus. Da würde ich sagen, da sind wir dezidiert anderer Meinung. Darüber freuen wir uns auch sehr und wir wissen aber, dass es nur mit herausragendem Hochschulpersonal geht und dass wir nur mit dem erfolgreich sein können. Und ich übrigens, auch nochmal nach rechts geguckt, kenne sehr viele persönlich Menschen, die in den letzten Monaten, die ich kennenlernen durfte, bei meinen Antrittsbesuchen, die aus dem Ausland hierher kommen, um Spitzenforschung hier zu machen. Also mein Eindruck war da durchaus ein anderer, aber vielleicht sind sie auch nicht genug vor Ort mit den entsprechenden Persönlichkeiten im Gespräch. Vielleicht wollen die auch nicht mit ihnen reden, das mag sein. Und dass wir uns aber auch um das nichtwissenschaftliche Personal kümmern, hat der Minister ja deutlich gemacht. Er hat sich nämlich zuallererst auch um das Küchenpersonal am UKGM gekümmert. Und auch da bleiben Standorte halt. Und das zeigt, dass wir das Thema Personal eben ganzheitlich sehen. Wir stärken mit unserer Politik die Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten an der Hochschule. Und wir stehen auch fest zur Wissenschaftsfreiheit. Und wie auch schon erwähnt wurde, wir werden auch mit dem Hessenfonds einen Beitrag dazu leisten. Gerade die Tage gingen ja neue Stipendien raus, um bedrohte Forscherinnen und Forscher, die in den Heimatländern verfolgt werden, zu unterstützen. Auch mit dem Demokratieprogramm kommen wir voran, stärken die Demokratieforschung und das ist, glaube ich, gut. Auch gerade der Bereich Antisemitismusforschung soll hier gestärkt werden, aber da kommen wir später, glaube ich, noch an anderer Stelle ausführlich dazu. Und wenn wir uns jetzt aber, Sie können es ja alle kaum abwarten, den Nachtragshaushalt für 2024 anschauen und gerade haben, wie gesagt, die Gespräche zum Hochschulpakt begonnen. Ja, wir haben ein klares politisches Ziel, unsere Hochschulen weiter zu stärken. Aber man muss auch sagen, die Darstellung von Ihnen mit den 100 Millionen, sie ist einfach nicht korrekt. Zwar verringern sich, wir haben es schon mal gehört, auch vom Kollegen Appel,
die Mittel im Nachtragshaushalt um 30 Millionen gegenüber dem Ansatz von 2024. Aber natürlich erhalten die Hochschulen auch 72,4 Millionen Euro mehr als im letzten Jahr. Und rein rechnerisch müsste das für diesen Inflationsausgleich erreichen. Und jetzt kann man auch die Frage stellen, ich habe vorhin noch mal vom Kollegen Weiß einen freundlichen Schmunzler bekommen, diese globale Minderausgabe, die es doch mal gab mit 450 Millionen. Wenn Sie mal einen Vorschlag hätten, woraus man sowas deckt, wäre ich auch wäre ich gespannt, wo das herkommen soll. So, um noch mal auf diese 1.500 Stellen einzugehen. Auf die kommt man natürlich nur, wenn man so tut, als würde es keinen weiteren Mittelauszug geben und wir würden auf dem jetzigen Betrag plus 72 Millionen stehen bleiben. Aber auch das wird ja nicht der Fall sein. Bitte, ich würde jetzt gern weiterreden und nicht unterbrochen werden. Und Sie wissen auch ganz genau, dass die verbindlichen Mittelauswüchse und mit den 4% vereinbart wurden mit den Hochschulen, mit der klaren Zusage, dass dann die Tarifsteigerungen aus Eigenmitteln zu finanziert sind. Dass am Ende natürlich jetzt die Lohnentwicklung und die Inflationsentwicklung eine ganz andere war als 4%. Das hätte niemand vorher wissen können. Das haben auch Sie nicht gewusst. Das werfe ich Ihnen auch nicht vor. Aber uns jetzt vorzuwerfen, dass wir das nicht im Nachhinein verändern, am Ende ist das im Pakt so festgeschrieben. Und aus diesen bereits fixierten Mitteln weitere Mittel zuzuschießen, würde uns jetzt ja irgendwie, wir müssten es ja herzaubern. Und das können wir nicht. Und das können auch Sie nicht. Wie gesagt, konkrete Vorschläge, woher das Geld kommen soll, auch heute wieder Fehlanzeige. Und zu dem Thema Prioritätensetzung und Steuern hat der Kollege Krüger Sie ja schon was gefragt, Herr Kollege Naas. In schwierigen Zeiten ermöglichen wir so also auch gute Studienbedingungen und Spitzenforschung in hessischen Hochschulen und das trotz angespannter Haushaltslage. Und wir wissen auch, ja, das nehmen wir zur Kenntnis, natürlich steigen auch an den Hochschulen genau wie im gesamten Land Kosten. Und wir stehen alle derzeit vor finanziellen Herausforderungen. Ich glaube aber auch, dass, wie gesagt, vor ein paar Jahren niemand mit dieser Inflation und der Kosten und den Folgen der Lohnentwicklung gerechnet hat, so wie es in den letzten Jahren der Fall war. Und ich gehe davon aus, dass auch, ja, ich habe schon gesagt, Frau Ministerin Dorn mit diesen Entwicklungen nicht gerechnet hat. Frau Eisenhardt, es ist einfach so, wenn diese 4% fix sind und wir es darauf belassen und am Ende wir bei 6 oder 7 landen, dann ist es schwierig im Nachgang uns dafür verantwortlich zu machen. Und auf allen Ebenen müssen Haushalte konsolidiert werden. Und wir müssen an dieser Stelle der Realität ins Auge sehen, die Spielräume sind knapp. Und ich will es aber nochmal deutlich machen. Es gibt weiterhin mehr Geld als im Vorjahr. Und ich wollte ja so einen Satz immer hier nie sagen, aber jetzt sind wir mal in der Regierung. Jetzt muss ich auch mal sagen, und Sie haben ihn uns auch oft genug gesagt, es gibt am Ende auch so viel Geld wie noch nie. Und wichtig ist, und das hieß es ja auch schon vorhin mit Pacta sunt servanda, es ist die Kernzusagen des Hochschulpaktes halten wir ein. Und das macht uns zu einem verlässlichen Partner an dieser Stelle. Und die Zusatzaufgaben jetzt kurzfristig zu stemmen, das ist eine Aufgabe, ja. Aber es ist auch nicht dass wir bei dringenden Dingen im Universitätsklinikumsbereich zum Beispiel stellen wir jetzt auch noch zusätzliche Mittel bereit, um die Zukunft des Universitätsklinikums in Frankfurt zu sichern. Dort war es dringend notwendig. Und jetzt zu behaupten, wir würden alle hier kurzfristig im Regen stehen lassen in diesem Bereich, ist wirklich einfach keine richtige Behauptung. Und wir haben ja schon drüber gesprochen. Die Gespräche laufen und ich habe da vollstes Vertrauen in unseren Minister. Jetzt aber heute hier von uns zu erwarten, dass wir die kompletten Paktverhandlungen hier ausbreiten, ich bin selber nicht dabei, Sie sind nicht dabei, das kann ich nicht machen, das werden Sie nicht machen. Es war in der Vergangenheit übrigens auch so, ich habe nochmal in die alten Protokolle geguckt, dass zu laufenden Paktverhandlungen die Ministerin hier auch nicht an der Stelle schon irgendwie nach ersten Gespräch irgendwie berichtet hat. Genau, aber dann ist die Situation auch eine andere und Sie können das jetzt auch an der Stelle hier nicht erwarten. So. Ich verrate kein Geheimnis, die Haushaltslage ist angespannt, aber lassen Sie mich, was unsere Vorhaben angeht, noch ein, zwei Sachen sagen. Wir haben ja heute jetzt auch über die Ausfinanzierung des 300W-Programms gesprochen. Also aus meiner Sicht, wir haben vor, dieses 300W-Programm fortzusetzen. Es steht auch im Koalitionsvertrag. Und auch die Investitionen in die digitale Infrastruktur, der Kollege Dr. Büger hat es gesagt, die wollen wir weiterhin bringen. Das ist für mich gerade auch als Digitalpolitiker wichtig. Und dass wir die Familienfreundlichkeit und für Studierende und Lehrpersonal verbessern wollen, hat man in der letzten Debatte schon gesagt. Und natürlich ist das Ziel des Landes und der Gewerkschaften, die Zahl der unbefristeten Stellen zu erhöhen, auf ein bundesweites Spitzenniveau, immer noch unser Ziel. Und dass wir
Die Betreuungsrelation von 67,4, die ja schon gut ist, aber natürlich noch besser werden muss, auch weiter verbessern möchten. Auch das ist und bleibt unser Ziel. Und obwohl das Land noch ganz am Anfang der Verhandlungen über den neuen Hochschulpakt steht und die Haushaltslage auf wirklich allen Ebenen, und das wissen auch alle hier anwesend, wirklich schwierig ist, sind diese Vorhaben der Landesregierung doch ambitioniert, aber am Ende auch ausgewogen. Und auch in die Gebäudeinfrastruktur und Klimaneutralität, wir haben eben am Anfang schon darüber gesprochen, soll weiter investiert werden und die Arbeitsbedingungen der Hochschulmitarbeiter verbessert werden. Und all das sind, glaube ich, Dinge, die wichtig sind. Wir haben auch schon im F+1-Programm was zur angewandten Demokratieforschung gemacht. Auch da werden wir die Hochschulen auf ein neues Level heben. Und deswegen glaube ich, dass wir alles in allem am Ende mit unserer Politik trotz der momentanen knappen Haushaltslage weiter in unsere exzellenten Hochschulen investieren und sie damit gute Zukunftschancen haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Kaffenberger. Für die Landesregierung erteile ich dem Staatsminister Gremmels das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, als Wissenschaftsminister freue ich mich immer, wenn es Debatten um Wissenschafts- und Hochschulpolitik gibt, vor allem wenn sie so gut besucht sind. Ich sehe nicht nur verschiedene Präsidentinnen und Präsidenten, Kanzlerinnen und Kanzler, sondern auch Vertreterinnen des ASTAs da, der ASTEN da. Ich freue mich, dass wir auf unser Gespräch in der nächsten Woche weil miteinander im Dialog bleiben, Austausch bleiben. Das ist in der Frage der Wissenschaftspolitik ganz immens wichtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen. Wir müssen bei der aktuellen Diskussion werden ja verschiedene Dinge in einen Topf geschmissen. Einerseits die Debatte um den Nachtragshaushalt, der gerade im Parlament liegt und vom Parlament behandelt wird. Zum anderen gibt es schon Diskussionen um den Haushalt 25 und zum dritten den nächsten Hochschulpakt. All diese drei Debatten werden in einen Topf geschmissen. Und da würde ich doch darum bitten, dass wir die Dinge auseinanderhalten und differenziert betrachten, so wie wir das gewohnt sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da lassen Sie uns zunächst mal zum Nachtragshaushalt kommen. Anders als Sie behaupten, erhalten Hochschulen allein in diesem Jahr 72,4 Millionen Euro mehr. Es ist mehr Geld da als sozusagen im letzten Jahr. Und das ist eine gute Nachricht. Allerdings, nun warten Sie es doch ab, Herr Al-Wazir. Nun warten Sie es doch mal ab. Natürlich ist im Vergleich zur mittelfristigen Finanzplanung es weniger Geld. Wir diskutieren hier schon faktenbasiert. Aber Sie werden hier gerade dabei sein, alles in einen Topf zu werfen und alles miteinander zu vermengen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist unredlich und das ist auch keine wissenschaftliche Debatte, sondern wir müssen die Dinge miteinander trennen. So, dann diskutieren Sie jetzt allen Ernstes. Wir hätten doch aus diesem Hochschulpakt oder zusätzlich zu den Mitteln aus dem Hochschulpakt noch Geld hineinnehmen müssen für die Frage der Tarifsteigerung. Es war doch Ihre Wissenschaftsministerin, die damals mit den Hochschulen, mit dem Finanzminister sich ganz bewusst dagegen entschieden hat, die Frage nämlich der Tarifsteigerung im Hochschulpakt zu verankern. Damals 2021 kann ich das da sogar nachvollziehen. Damals war das sozusagen alles überschaubar. Aber das war eine Wette auf die Zukunft. Das war ein Spiel mit Risiko, dass Sie bewusst eingegangen sind. Sie haben damals gesagt, die 4% streichen, damit kann man alles andere abdecken. Und sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, es reicht nicht, und er gibt doch bitte mal zusätzliches Geld. Sie haben an dieser Stelle, wir sind dem Pakt treu geblieben, Sie haben sozusagen an dieser Stelle, wollen Sie den Pakt aufkündigen und wollen sagen, es muss zusätzliches Geld geben. Ich bin ja bei Ihnen. Das kann man doch jetzt für die Zukunft als eine Lehre mitnehmen, dass es sinnvoll ist, in dem Pakt für zukünftige Zeiten, weil niemand die Glaskugel hat und niemand weiß, was in 5 Jahren ist, doch festzuhalten als ein Prinzip, nehme ich gerne mit in die Hochschulverhandlungen zum nächsten Hochschulpakt, dass man Tarifsteigerung als ein Modell mit verankert. Wenn das die Lehre ist, die wir sozusagen ziehen gemeinsam, bin ich sehr dafür, dass wir das tun. Herr Minister, also, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Der Kollege hat sicherlich Zeit, anschließend noch in einer Kurzintervention. Ich möchte gerne hier am en bloc ausführen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr May, ich will noch an dieser Stelle sagen, das kann eine Lehre sein, die wir hier gemeinsam ziehen, um auch in Zukunft hier ausreichlich Mittel zu haben, um hier das zukünftig festzuhalten, dass Tarifsteigerungen im Hochschulpakt verankert sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja,
Beisenhardt, Sie haben auch das 300W-Programm angesprochen. Dazu stehen wir. Das hat der Kollege Kaffenberg hier auch schon klar und deutlich gesagt. Auch da wollen wir dran. Da ist es doch in der Realität derzeit so, dass dort in der Tat durch die Hochschulen, dass die noch nicht so weit sind, wie das eigentlich vorgesehen war. Und wir werden jetzt gemeinsam gucken, dass wir bis zum Stichtag 2025 gemeinsam dieses Weg erreichen. Und wir haben jetzt nur sozusagen Mittel, die dafür nicht abgerufen waren, sozusagen zurückgestellt. Das ist sozusagen redlich. Das hat auch was mit Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist das sinnvoll, was wir an dieser Stelle getan haben. All das, was im Hochschulpakt verankert ist, wo wir auch verpflichtet zu sehen, wo uns auch der Pflicht zu sehen, wird eingehalten von uns. Es wird an keiner Stelle der Pakt gebrochen. Das sage ich Ihnen an dieser Stelle klar und deutlich für das Jahr 2024. Und es ist unsere gemeinsame Aufgabe, auch für 2025 sicherzustellen, dass wir den Pakt einhalten können. Weil es wäre ja wirklich in der Tat schwierig, im nächsten Jahr einen Pakt nicht erfüllen zu können, wenn man parallel die nächsten 5 Jahre verhandelt. Also das ist unser gemeinsames Interesse, hier genügend Mittel zur Verfügung zu stellen, dass wir auch den Pakt 25 einhalten können und damit den Hochschulen gute Vereinbarungen zu treffen, wie wir die nächsten 5 Jahre gestalten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist die Aufgabe dieser Landesregierung. Und wir haben, und das muss ich doch auch deutlich sagen, auch an die Vorgängerregierung, viele gute Dinge haben sie auf den Weg gebracht. Dass jetzt auf einmal die Exzellenzinitiativen, die Frau Dorn auf den Weg gebracht hat, von Ihnen selber zerredet werden. Wir haben doch da wichtige und gute Dinge auf den Weg gebracht, die wir auch fortführen wollen. Wir sind auf einem guten Weg. Und jetzt kurz vor Zielerreichung dürfen wir dort nicht nachlassen. Hier gibt es ein großes Aufholrennen von Hessen. Hier sind wir auf einem guten Weg. Das zeigen auch die derzeitigen Exzellenzwettbewerbe, in denen wir stehen. Und da wollen wir unterstützend tätig sein, weil wir Zukunft der Wissenschaft in Hessen ausbauen wollen. Und jetzt darüber zu reden und zu spekulieren, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sozusagen Hessen massenhaft verlassen würden, das ist doch Quatsch. Das ist auch von keiner Statistik gedeckt. Im Gegenteil, Hessen ist attraktiv für Forscherinnen und Forscher, für Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftler. Und wir werden dafür sorgen, dass Hessen ein attraktives Wissenschaftsstandort bleibt und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hierher kommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist ausdrücklich Ziel dieser Landesregierung. Ja, und auch beim Hochschulbau. Auch beim Hochschulbau werden wir genau hingucken müssen. Auch da werden wir investieren müssen. Auch da werden wir mit den Hochschulen, die ja über eine große Autonomie verfügen, auch Unterstützung leisten wollen. Weil wir brauchen moderne Gebäude für moderne Wissenschaft. Und ich sage Richtung AfD, natürlich, wir haben einen Großteil der Landesimmobilien sind im Hochschulbau. Und wenn wir eine CO2-neutrale Landesverwaltung wollen, wenn wir CO2-neutral bis 2045 werden wollen, dann müssen wir natürlich gemeinsam mit den Hochschulen auch in den Immobilien, auch in den Hochschulbau investieren, meine sehr verehrten Damen und Herren, um Hessen nachhaltig zu gestalten. Auch das hat diese Landesregierung vor. Auch da stehen wir zu unserem Wort, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, Herr Lambrou, das wird nicht teuer, das ist sogar preisgünstig, weil das Geld, was wir durch Effizienzmaßnahmen einsparen, haben wir in der Zukunft für andere Investitionen. Sie müssen hier sozusagen volkswirtschaftlich rechnen und nicht sozusagen den AfD-Rechenschieber hier vornehmen. Investitionen in Klimaschutz sind sinnvoll. Und ich sage Ihnen noch was. Wir haben an unseren Hochschulen, gerade im Bereich Klimaschutz, solche Kapazitäten, solche Koryphäen, und sind wir weltweit Vorrang. Und da müssen wir auch diese Dinge nutzen für unseren eigenen Hochschulbau. Auch das ist unsere Zukunft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sehen, und ich lade alle dazu ein. Ich lade alle dazu ein, weil wir ja, nehmen jetzt mal 4 demokratische Fraktionen sozusagen da in Anspruch. Wir sind doch alle am gleichen Ziel interessiert. Wir wollen, dass Hessen ein Zukunftsland ist, in dem Forschung, in dem Wissenschaft, in dem Lehre eine Perspektive hat, was wir stärken wollen. Und ich lade Sie einfach ein, gemeinsam mit uns im Dialog zu treten. Und natürlich werden wir auch ganz intensiv mit den Hochschulen gemeinsam, mit der Landesregierung, mit dem Finanzminister gucken, dass wir den nächsten Hochschulpakt ausgestalten mit einer Zukunft, allerdings in schwierigen finanziellen Zeiten. Das muss man sagen, das unterscheidet uns jetzt von 2021. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber dennoch heißt es jetzt nicht, den Kopf in den Sand stecken, sondern
gemeinsam Hessens Hochschulen eine Perspektive zu geben. Ich freue mich auf die sehr vertrauensvolle, sehr konstruktive Debatten mit den Hochschulleitungen und dann auch mit den Asten. In diesem Sinne, seien Sie gespannt, wir bleiben dran. Ich freue mich auf viele weitere Diskussionen zu diesem wichtigen Thema. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Die Abgeordnete Eisenhardt hat sich noch mal zu Wort gemeldet. Noch eine Minute, 14 Sekunden. Es tut mir leid, ich muss noch mal zwei Punkte klarstellen, Herr Minister. Sie kürzen an einem bestehenden Haushalt, der von diesem Parlament bereits beschlossen wurde. Auf diesen Haushalt haben sich die Hochschulen verlassen. Mit dem haben sie geplant. Da haben sie eigene Haushalte verabschiedet, für die sie verantwortlich sind, für ihre Beschäftigten und ihre Studierenden. Und an diesem Haushaltsansatz, der aus diesem Parlament kommt, kürzen sie. Das ist eine Kürzung. Und mein zweiter Punkt zum Thema Umgang mit den Tarifsteigerungen im laufenden Pakt. Es steht doch in Ihrem Koalitionsvertrag, ich zitiere es noch einmal: Darüber hinaus führen hohe Inflationsraten die Steigerung der Tarifkosten, der Energiepreise sowie die Bauunterhaltungskosten zu zusätzlichen Belastungen. Diese dürfen nicht auf Kosten von Forschung und Lehre gehen. Und Sie haben im letzten Plenum hier an diesem Pult gesagt, Sie werden die Hochschulen mit den Tarifsteigerungen nicht alleine lassen. Stehen Sie zu Ihrem Wort, unterstützen Sie die Hochschulen. Und es bedeutet an dieser Stelle vor allem auch Planungssicherheit. Planungssicherheit schaffen. Damit die Hochschulen im laufenden Hochschulpakt mit diesen Tarifsteigerungen umgehen können, brauchen sie Planungssicherheit. Und die haben sie eben nicht, wenn bei einem bestehenden Haushaltsansatz gekürzt wird. So funktioniert das nicht. Vielen Dank. Danke, Frau Abgeordnete Eisenhardt. Herr Weiß, ist das eine Wortmeldung zu dem Punkt? Dann haben Sie das Wort, Herr Abgeordneter Weiß. Herr Präsident, Frau Kollegin Eisenhardt, der Abgeordnete Bijan Kaffenberger hat es ja eben angesprochen, wie die Haushaltsstruktur 2014 ist und was da so drin ist. Da ist eine globale 2024, da ist eine globale Minderausgabe drin von 450 Millionen Euro. Und ich will Ihnen mal was erklären. Das ist ein Doppelhaushalt, den wir jetzt haben. Der ist Anfang letzten Jahres beschlossen worden, vor fast anderthalb Jahren. Was wir jetzt machen, ist eine Anpassung, die notwendig ist. Unter anderem wird angepasst an die Steuerentwicklung, die da ist, an neue Steuerschätzungen und Ähnliches. Und dieser Haushalt, dieser 2024er Haushalt, über den wir gerade sprechen, den verantworten die Grünen mit. Die Grünen haben den mitbeschlossen. Und in diesem Haushalt sind drin eine globale Minderausgabe von 450 Millionen Euro. Das bedeutet nichts anderes, als dass diese Landesregierung 450 Millionen Euro irgendwo einsparen muss. Das haben Sie mitbeschlossen. Und bei jedem einzelnen Punkt stellen Sie sich jetzt hin beim Nachtrag, bei den Lehrern darf aber nicht gespart werden, beim Wissenschaftsbereich darf aber nicht gespart werden, da darf nicht gespart werden. Dann stellen Sie sich doch mal hier hin, das ist Ihre Verantwortung, wenn Sie 450 Millionen Euro globale Minderausgabe da reinschreiben, dann stellen Sie sich doch mal hier hin und sagen, an welcher Stelle soll diese Landesregierung diese 450 Millionen Euro streichen. Das ist Ihre Verantwortung von einer verantwortungsvollen Opposition. Nicht nur hinstellen, hier überall mäkeln, sondern konstruktive Vorschläge machen. Sie verantworten das mit, diese globale Minderausgabe. Und dann haben Sie auch die Verantwortung, sich hier hinzustellen und konkrete Vorschläge zu machen, nicht nur zu kritisieren. Ich weiß, das ist für jeden schwer anzukommen in der Opposition nach 10 Jahren. Aber für eine verantwortungsvolle Opposition gehört es dann auch, sich hier verantwortungsvoll zu verhalten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Weiß. Ich sehe keine weitere Wortmeldung mehr. Dann kommen wir zum Abstimmen. Hier wurde signalisiert, dass beide Anträge abgestimmt werden. Ich sehe keinen Widerspruch. Dann machen wir das so.
Dann stimme ich zuerst über den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ab. Hessischer Hochschulpakt 2026 bis 2030, Drucksache 21648. Wer diesem Antrag zustimmt, den bitte ich ums Handzeichen. Das ist die Grünen-Fraktion. Das ist die FDP-Fraktion. Wer enthält sich? Ja. Keiner. Wer stimmt dagegen? Dagegen stimmt die CDU-Fraktion, die SPD-Fraktion, die AfD-Fraktion und der Abgeordnete Herr. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann kommen wir zum nächsten Antrag, dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion der SPD. Hessen bleibt auch in schwierigen Zeiten verlässlicher Partner für Hochschulen, Drucksache 21693. Wer stimmt diesem Antrag zu? Das ist die Fraktion der CDU und die Fraktion der SPD. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der AfD, der Grünen, der FDP und der Abgeordnete Herr. Damit ist der Antrag angenommen.